Das Coole an zwei Zuhause ist, man fühlt sich an mehreren Orten zuhause. Man kann sich an mehrere Orte zurückziehen und hat sehr viel Familie. 你好，我是伊利亚，我是半个中国人，欢迎到我的两个家。 Das heißt, hallo, ich bin Ilia, ich bin halb Chinesin und willkommen bei meinem zweiten Heim. Hallo, mein Name ist Ilia, ich bin 11 Jahre alt, ich gehe in die 5. Klasse und mein zweites Zuhause ist China. Ich habe einen Bruder und in China habe ich sehr viele andere Verwandte. Ich kenne nicht mal meine ganze Familie. Meine Hobbys sind Unihockey spielen, ich spiele auch Klavier, ich tue gerne zeichnen und lese sehr viel. China liegt in Asien. Und es ist ein grosses Land. Es hat die grösste Einwohnerzahl der Welt. Mehr als 1 Milliarde. Die Landschaften in China sind sehr vielfältig. Von Wüste zu Meer, zu Stadtleben. Und das Klima ist in der Stadt auch ganz anders. Es gibt keinen Schnee, auch wenn es kalt ist. Und im Sommer ist es brutal heiß. China ist sicher für die grosse Mauer sehr bekannt. Die verbotene Stadt kennen sicher viele. Das ist der ehemalige Kaiserpalast. Aus China kommt auf jeden Fall Kung Fu und Chinesen sind im Ping-Pong sehr gut. In China gibt es den Panda, den gibt es sonst fast nie nicht. Und ich finde auch Tiger sehr cool. Ich kann sogar mal einen füttern. Normalerweise gehen wir jedes Jahr auf China, oft in den Herbstferien. Wenn wir auf China gehen, dann fliegen wir mit dem Flugzeug und das geht 11 bis 12 Stunden. Wenn wir in China sind, dann sind wir vor allem mit der Familie zusammen. Und das gefällt mir sehr, weil ich die Familie so nur einmal pro Jahr sehe. Ich genieße es voll, wenn ich in Shanghai bin, als Stadt lebe und chill es einfach mal voll. In Shanghai ist es recht laut, vor allem vom Verkehr. Und wenn du rausgehst, magst du direkt irgendwelches Essen. Es hat sehr viele Hochhäuser und ist eine sehr grosse Stadt. Der Unterschied zwischen Schweiz und China ist, in der Schweiz hat es viel weniger Menschen, auf der Straße triffst du viel weniger wie in China. Und in China kommst du schnell mal in ein Gespräch mit dem Verkäufer. Das chinesische Neujahr wird Anfang Februar gefeiert. Und man trägt rote Kleidung, man lädt Feuerwerk ab und hat einfach ein grosses Fest, wo man zusammenkommt. In China hat es andere Sternzeichen wie in der Schweiz. Es ist für jedes Jahr steht ein Tier und das wiederholt sich alle 12 Jahre. Das Jahr ist das Tigerjahr, auch mein Jahr. Und dann sollte man etwas Rotes bei sich haben, das schützt wie vor Unheil. Die chinesische Küche ist sehr bekannt für Dumpling. Eines meiner Lieblingsessen aus China ist Frühlingsrolle. So, jetzt machen wir Frühlingsrolle. Das ist ein typisches chinesisches Rezept. Da nimmt man zuerst von dem Teig. Ist sehr dünn. Und tut sie so rein. Und dann nimmt man zwei Löffel von dieser Füllung. Da hat es Glasnudeln drin, es hat Pilz, es hat Tofu. Dann tut man das eng zusammenrollen. Ungefähr bis in die Hälfte. Und tut das dann die Ecke rein. Dann tut man da ein bisschen die Ecke nass machen, damit es besser klebt.
und rolle es dann zusammen. Nachher tut man die Frühlingsrolle in die Pfanne, tut es ein bisschen bröteln und ja, ich freue mich aufs Essen. Ich habe mit 5 Jahren angefangen Klavier zu spielen. Am Klavier spielen gefällt mir besonders, dass ich Freiheit habe. Ich kann spielen, was ich will und jederzeit kannst du das Klavier setzen. Zeichnen ist auch wieder die unendliche Freiheit. Man kann zeichnen, was man will. Ich zeichne gerne Tiere und Fantasywesen. Ich zeichne grundsätzlich mit Bleistift, manchmal auch mit Farbstift. Ich fühle mich sehr stark mit China verbunden, weil ich sehr viele Verwandte habe und auch jedes Jahr dorthin gehe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, in China zu leben. Bei uns in der Klasse hat es genau einen, der kein zweites Zuhause hat. Das Coole an zwei Zuhause ist, man fühlt sich an mehreren Orten zuhause. Man kann sich an mehrere Orte zurückziehen und hat sehr viel Familie. Wenn ich in China bin, vermisse ich die Natur aus der Schweiz. Und wenn ich in der Schweiz bin, vermisse ich das Großstadtleben in China und meine Verwandten. Hey, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, dann abonniert doch den Kanal.